Willkommen zurück hier auf unserem Community-Server. Weiter geht es mit der nächsten Ernte. Ja, der Weizen hier ist auch reif. Und der muss jetzt gedroschen werden. Habe ich denn... Nee, habe ich nicht. So, jetzt aber. Strohablage ist immer ganz wichtig. Vor allem, wenn man aus dem Raps kommt, dass man sich dann einmal darum kümmert, dass die Strohablage an ist. So, jetzt ist der Baum hier. Wir hatten den eigentlich auch da stehen lassen. Das ist schon ein bisschen kriminell hier, wie nah der am Feld steht. Ja, heute Weizenernte. Mit Strohablage natürlich. Wobei, Stroh wird direkt verkauft als loses Stroh. Ich brauche nichts. Ich habe noch jede Menge auf Lager. Das Feld hier haben wir ein bisschen vergrößert. Ich könnte mal kurz schauen, ob das... Achso, hehe. Ich wollte schauen, ob der erwartete Ertrag, was da dran steht. Was steht denn dran? 107.000 Liter. Weil das ist eine gute Referenz. Weil wir das Feld hier vergrößert haben. Ob die Mod das mitrechnet oder nicht. Das kann ich dann sehen, je nachdem wie viel dann am Ende im Silo zu Hause ist. Ja, anders wie bei der Gerste. Die habe ich ja verkauft. Da wird dieser Weizen hier nicht verkauft. Warum wird er nicht verkauft? Wir brauchen den selber. Für was brauchen wir den? Na, wisst ihr es schon? Raps brauchen wir für die Ölmühle und Weizen. Weizen wird benötigt für die Hühner als Futter. Ja, da ist mir so ein Ding passiert. Ich habe ja quasi vor einem Jahr in etwa mit Benny einen Deal ausgehandelt, dass ich Eier liefere für seine Bäckerei. Und dann habe ich mir ausgerechnet, ja, wie viel Hühner brauche ich denn, wenn das so und so viel Eier braucht und bla 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 bla. Und dann habe ich mir ausgerechnet, wie viel Futter brauche ich denn für die Hühner. Und ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwas. Genau, ich habe für ihn gedroschen. Dann habe ich gesagt, okay, ich dresche für dich und ich bekomme als Belohnung kein Geld, sondern ich bekomme so und so viel Liter Weizen. Ja, perfekt ausgerechnet, bis heute hätte der Weizen reichen sollen. Aber, was macht der Vollprofi Iltis hier? Statt die ausgerechneten, ich weiß es nicht mehr, 150 Hühner, kauft er halt einfach 360 Hühner. Was ist denn jetzt hier los eigentlich? Das geht ja gar nicht. Jetzt geht's wieder. Ja, auf jeden Fall. Viel zu viel Hühner habe ich gekauft. Und damit standen wir dann Februar, März, glaube ich, da. Und ja, was machen wir jetzt? Hühner verhungern lassen oder... Weizen kaufen, aber wo kriegt man Weizen her? Niemand hatte mehr Weizen. Dann musste ich doch die teure Sackware kaufen. Weizen, also nicht Weizen, ist als Hühnerfutter deklariert im Shop, in Big Packs. Ja. Das war... Ja, ich habe es mir ausgerechnet. Man kann das machen, aber viel rum kommt dabei nicht. Also Weizen selber anbauen und die Hühner füttern ist bei weitem besser wie die Geschichte, die ich da gemacht habe. Aber ja. Wir wollen realistisch spielen, wir wollen die Hühner nicht verhungern lassen. Also habe ich einmal tief in die Tasche gegriffen
Und jetzt, viele haben es ja nimmer. Also diesen Monat reicht es, glaube ich, noch, aber dann ist auch Schicht im Schacht. Dann brauchen sie frischen Weizen. Und aus dem Grund, Benny hat schon gesagt, dass seine Mühle erstmal genügend Weizen hat, weil er hat ja letztes Jahr richtig, richtig viel angebaut. Und aus dem Grund, wenn er irgendwann sagt, hallo hier, ich brauche Weizen, wer hat, dann verkaufe ich einen Teil, weil alles brauche ich nicht, was ich jetzt habe. Aber wenn er jetzt erstmal sagt, nö, ich brauche kein Weizen, wenn ich sogar überlegen, auszurechnen, reicht eventuell mein Weizen hier. Das muss ich mal kurz hier, ein bisschen ungünstig ausgegangen, Schlepper holen. Reicht mein Weizen eventuell sogar für 2 Jahre, sodass wir quasi im Herbst gar kein Weizen ansäen? Eieiei, das ist jetzt echt ungünstig. Jetzt muss ich um einen kompletten Acker außen rumfahren. Eigentlich könnte ich hier... Na okay, wenn ich Bahn fahre, dann geht's wieder. Eine Bahn vor zurück sollte perfekt passen. Aber halt Vorgewände außen rum. Das ist viel zu viel. Fahren wir mal zum Drescher hin, dann müssen wir mal schauen, wie wir da abgeladen bekommen, das Ganze. Wird auf jeden Fall nicht einfach werden. So, ab in die Wiese. Ich hätte ja auch vorher mähen können, aber okay. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So, irgendwie daneben fahren. Um im Drescher rückwärts den Arsch ins Gebüsch reindrücken. So dass das Räuber ein Anhänger kommt. Hier vor dem Baum müsste es gehen. Wie schaut denn das da aus? Na okay, da geht's rund in den Bach. Wir sollten auf alle Fälle nicht allzu weit runterfahren. Nicht, dass wir dann im Matsch stecken bleiben. Okay, das geht eigentlich relativ gut sogar. Lasse ich den so stehen und fahre mit Schlepper noch ein Stückchen vorwärts. Bis um das Rohr. Und wenn wir mal umgeladen haben, dann kann ich wieder rückwärts fahren. So, ja, ist ja perfekt. Mal Rückwärtsgang rein. Und dann ist es vielleicht am geschicktesten, wenn ich hier vorfahre, vorne Vorgewände runter, wieder hoch und hier zurück abbunkern und dann voll außen rum. Weil dann haben wir da kein Problem damit. Ich weiß auch nicht, hört ihr das? Okay, jetzt schnurrt gerade, aber manchmal klingt der Drescher so, als ob er kurz davor wäre, dass ihm Sprit ausgeht und der Motor stehen bleibt, so. Ja. Jetzt wieder. Der stottert halt voll. Dabei ist er voll repariert. Moment, wir haben das Schneidwerk angewählt. Ja, okay, aber der Drescher ist auch ziemlich gut repariert. Und der Tank ist noch ziemlich voll. Ich sag mal so, wenn irgendwie der Luftfilter ziemlich zu ist,
oder der Kraftstofffilter. Dann hat man das auch hin und wieder mal, dass das so stottert. Aber sowas gibt's doch hier im LS gar nicht, oder habe ich hier irgendwas verpasst? Ich glaube, das wüsste ich dann. Na gut. Aber er läuft tadellos, das ist nur so. In Realität würde ich da gleich mal nachschauen an den zwei genannten Stellen. Ein bisschen putzen. Und wenn das nicht hilft, dann weiter suchen, beziehungsweise mal Kontakt mit der Werkstatt des Vertrauens aufnehmen. Aber hier ist halt echt schwierig. Aber das wäre auch, das wäre übel genial, wenn es eine Mod gäbe für mechanische Zufallsfehler. Also, das Messer vorne kann brechen. Oder, ja okay, dass am Drescher die Zapfhelle da unten kaputt geht, ist eher selten, aber weiß ich nicht, Messer sind stumpf, man muss Messer schärfen. Oder, ja wie gesagt, einfach so Luftfilter verstopft, Kraftstofffilter verstopft. Plattfuß am Reifen. Motorschaden könnte ich mir auch vorstellen, aber der ist dann halt mit einer sehr, sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit verbunden. Also im Endeffekt deckt das Giants ja ab mit den ganzen Reparaturkosten, die man laufend hat. Aber es ist halt immer gleich. Klar, laufende Reparaturkosten. Ja, die ganzen Gelenke nachschmieren mit Fett. Gut, Diesel ist eh extra. Weil halt gewisse Öle mal tauschen. Messer schärfen, bla bla bla. Okay. Aber dann halt so mechanische Defekte, die plötzlich auftreten. Mit einer Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal so, ein Plattfuß. Ein Plattfuß innerhalb von 200 Betriebsstunden. Ein Motorschaden innerhalb von 2000 Betriebsstunden. Gut, der kann natürlich bei Stunde 2 oder bei Stunde 999 passieren. Das weiß man natürlich nicht. Einfach so mechanische Fehler, die einfach während dem Arbeiten plötzlich da sind. Und dann muss man sich drum kümmern. Braucht man schnell eine mobile Werkstatt, wenn man einen Plattfuß hat, die sich drum kümmert. Ja, es kostet dann halt ein paar Euro, okay. Aber dafür werden die normalen Wartungskosten, die man so generell hat, ein bisschen niedriger. Das wäre cool. Ich würde es echt feiern. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Würdet ihr das auch feiern? Oder sagt ihr, nee, das ist mir dann zu viel, also zu viel Realismus will ich auch nicht. So ein grobes Stimmungsbild wäre schon cool zu haben. Wer Simracing kennt, der kennt es ja, also da kann es ja mal plötzlich passieren, dass einem ein Motor platzt. Gut, die werden natürlich auch viel mehr beansprucht. Die sind absolut am Limit unterwegs hier. Aber deshalb sage ich hier halt auch so. Alle 2000 Stunden maximal. Oder kann auch sagen, man geht noch höher. Das hat auch immer so ein bisschen die Frage. Was ist das jetzt für ein Spieler? Spielt er ganz lang auf einer Map? Oder sagt er... Oh. Wenn ich 100 Stunden auf dem Drescher drauf habe, dann ist es viel, weil dann wechsle ich die Map eh wieder. Aber es ist ja immerhin auch jedem freigestellt, so eine Mod zu nutzen oder nicht.
Gut, jetzt bin ich aber schon ganz schön abgeschweift hier. Es geht ja hier um die Weizenernte. Jetzt haben wir 20%. Gut, ich komme auf alle Fälle jetzt wieder bis an den Ausgangspunkt. Das kann man sicher sagen. Auf dem Anhänger habe ich jetzt 17.000 Liter. Wenn ich den hier voll mache und abtanke... Warum kann ich denn schnell das Schneidwerk hier ausheben? Sind wir bei 27.000? Ja, da passt schon noch ein bisschen was drauf. Zumal von hier ist es auch eine weitere Strecke bis zum Hof wie vom Rapsfeld, also da will ich nicht einfach so, ja, jetzt mehr nichts, dir nichts. Mit einem halbvollen Anhänger heimfahren. Ich denke, da schaue ich schon, dass der voll wird. Und dann fahren wir erst heim. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn ich dann einen Anhänger an die Ecke vorhole. Dann fahren wir hier unten ein paar Vorgewendebahnen, dass der spitze Zipfel weg ist. Landesverlauf und Anhänger und danach haben wir dann hier ein schönes rechteckiges Feld, wo wir schöne gleich lange Bahn fahren können. Ich denke, das macht am allermeisten Sinn. Und dann bin ich natürlich auch gespannt, ergibt das Feld die 107.000 Liter oder mehr? Ja. Ich würde sagen, ich dresche jetzt weiter. Ich dresche das komplette Feld voll. Und dann schauen wir uns gemeinsam an, wie viel Weizen das wir im Silo haben. Wir können mal schnell reinschauen. Verkaufspreise. Da oben. Weizen. Aktuell 0 Liter. Perfekt. Beste Ausgangsbasis. Es wird dann genau der Weizen von dem Feld im Silo sein. Und dann kann ich euch gleich zeigen, wie viel das ich insgesamt geerntet habe. Ja. Bis gleich. So, und damit ist die Weizenernte auch abgeschlossen. Der Drescher hat tatsächlich durchgehalten und wir haben hier 133.000 Liter im Lager. Das ist einiges mehr wie die 107.000, die in der Feldinfo standen. Bedeutet, ja, das Stückchen, was wir das Feld vergrößert haben, zählt in die Feldinfo nicht rein. Wir haben jetzt hier quasi außenrum auf dem vergrößerten Teil nochmal gut 25.000 Liter mehr geerntet. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis nächstes Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.